dieses Original Lanz Bulldog Motorrad haben wir am 1. April hier aus dem Sumpf gezogen. Ist noch gut erhalten. Die Blechteile müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Hier ist das Schild Lanz Bulldog. Soll sehr selten sein, das Gerät. Hier haben wir ordentlich gewienert, dass der Rost abgegangen ist. Eine kleine Tour rund hier in die Gegend habe ich auch schon gemacht. Ja, diese Kofferkästen, die müsste man eventuell auch nochmal putzen. Aber sonst ist sie ganz gut erhalten. Soll Baujahr 1932 sein. Ob das alles so stimmt, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ein schickes Ding.